Das Wunderkind von Thomas Mann. Das Wunderkind kommt herein, im Saale wird es still. Es wird still und dann beginnen die Leute zu klatschen, weil irgendwo seitwärts ein geborener Herrscher und Herdenführer zuerst in die Hände geschlagen hat. Sie haben noch nichts gehört, aber sie klatschen Beifall. Denn ein gewaltiger Reklameapparat hat dem Wunderkinde vorgearbeitet, und die Leute sind schon betört, ob sie es wissen oder nicht. Das Wunderkind kommt hinter einem prachtvollen Wandschirm hervor, der ganz mit Empire-Kränzen und großen Fabelblumen bestickt ist, klettert hurtig die Stufen zum Podium empor und geht in den Applaus hinein wie in ein Bad, ein wenig fröstelnd von einem kleinen Schauer angeweht, aber doch wie in ein freundliches Element. Es geht an den Rand des Podiums vor, lächelt, als sollte es fotografiert werden, und dankt mit einem kleinen, schüchternen und lieblichen Damengruß, obgleich es ein Knabe ist. Es ist ganz in weiße Seide gekleidet, was eine gewisse Rührung im Saale verbreitet. Es trägt ein weiß-seidenes Jäckchen von fantastischem Schnitt mit einer Schärpe darunter, und sogar seine Schuhe sind aus weißer Seide. Aber gegen die weiß-seidenen Höschen stechen scharf die blonden Beinchen ab, die ganz braun sind, denn es ist ein Griechenknabe. Bibi Sakellaphylakas, Sakellaphylakas heißt er. Dies ist einmal sein Name. Von welchem Vornamen Bibi die Abkürzung oder Koseform ist, weiß niemand, ausgenommen der Impresario. Und der betrachtet es als Geschäftsgeheimnis. Bibi hat glattes, schwarzes Haar, das ihm bis zu den Schultern hinabhängt und trotzdem seitwärts gescheitelt und mit einer kleinen seidenen Schleife aus der schmal gewölbten, bräunlichen Stirn zurückgebunden ist. Er hat das harmloseste Kindergesichtchen von der Welt, ein unfertiges Näschen und einen ahnungslosen Mund. Nur die Partie unter seinen pechschwarzen Mausaugen ist schon ein wenig matt und von zwei Charakterzügen deutlich begrenzt. Er sieht aus, als sei er 9 Jahre alt, zählt aber erst 8 und wird für 7-jährig ausgegeben. Die Leute wissen selbst nicht, ob sie es eigentlich glauben. Vielleicht wissen sie es besser und glauben dennoch daran, wie sie es in so manchen Fällen zu tun gewohnt sind. Ein wenig Lüge, denken sie, gehört zur Schönheit. Wo, denken sie, bliebe die Erbauung und Erhebung nach dem Alltag, wenn man nicht ein bisschen guten Willen mitbrächte, 5 Grad sein zu lassen? Und sie haben ganz recht, in ihren Leutehirnen. Das Wunderkind dankt, bis das Begrüßungsgeprassel sich legt. Dann geht es zum Flügel und die Leute werfen einen letzten Blick auf das Programm. Zuerst kommt Marche Solennelle, dann Reverie und dann Le Hibou et le Moigneau. Alles von Bibi Sakellaphylakas. Das ganze Programm ist von ihm. Es sind seine Kompositionen. Er kann sie zwar nicht aufschreiben, aber er hat sie alle in seinem kleinen, ungewöhnlichen Kopf und es muss ihnen künstlerische Bedeutung zugestanden werden, wie ernst und sachlich auf den Plakaten vermerkt ist, die der Impresario abgefasst hat. Es scheint, dass der Impresario dieses Zugeständnis seiner kritischen Natur in harten Kämpfen abgerungen hat. Das Wunderkind setzt sich auf den Drehsessel und angelt mit seinen Beinchen nach den Pedalen, die vermittels eines sinnreichen Mechanismus viel höher angebracht sind als gewöhnlich, damit Bibi sie erreichen kann. Es ist sein eigener Flügel, den er überall hin mitnimmt. Er ruht auf Holzböcken, und seine Politur ist ziemlich strapaziert von den vielen Transporten. Aber das alles macht die Sache nur interessanter.
Bibi setzt seine weißseidenen Füße auf die Pedale. Dann macht er eine kleine spitzfindige Miene, sieht geradeaus und hebt die rechte Hand. Es ist ein bräunliches, naives Kinderhändchen, aber das Gelenk ist stark und unkindlich und zeigt hart ausgearbeitete Knöchel. Seine Miene macht Bibi für die Leute, weil er weiß, dass er sie ein wenig unterhalten muss. Aber er selbst für seinen Teil hat im Stillen sein besonderes Vergnügen bei der Sache. Ein Vergnügen, das er niemandem beschreiben könnte. Es ist dieses prickelnde Glück, dieser heimliche Wonneschauer, der ihn jedes Mal überrieselt, wenn er wieder an einem offenen Klavier sitzt. Er wird das niemals verlieren. Wieder bietet sich ihm die Tastatur dar. Diese sieben schwarz-weißen Oktaven, unter denen er sich so oft in Abenteuer und tief erregende Schicksale verloren und die doch wieder so reinlich und unberührt erscheinen wie eine geputzte Zeichentafel. Es ist die Musik, die ganze Musik, die vor ihm liegt. Sie liegt vor ihm ausgebreitet wie ein lockendes Meer, und er kann sich hineinstürzen und selig schwimmen, sich tragen und entführen lassen und im Sturme gänzlich untergehen und dennoch dabei die Herrschaft in Händen halten, regieren und verfügen. Er hält seine rechte Hand in die Luft. Im Saal ist atemlose Stille. Es ist diese Spannung vor dem ersten Ton. Wie wird es anfangen? So fängt es an. Und Bibi holt mit seinem Zeigefinger den ersten Ton aus dem Flügel. Einen ganz unerwartet kraftvollen Ton in der Mittellage, ähnlich einem Trompetenstoß. Andere fügen sich dran. Eine Introduktion ergibt sich. Man löst die Glieder. Es ist ein prunkhafter Saal, gelegen in einem modischen Gasthof ersten Ranges mit rosig-fleischlichen Gemälden an den Wänden, mit üppigen Pfeilern, umschnörkelten Spiegeln und einer Unzahl, einem wahren Weltensystem von elektrischen Glühlampen, die in Dolden, in ganzen Bündeln überall hervorspießen und den Raum mit einem weit übertaghellen, dünnen, goldigen, himmlischen Licht durchzittern. Kein Stuhl ist unbesetzt. Ja, selbst in den Seitengängen und im Hintergrunde stehen die Leute. Vorn, wo es 12 Mark kostet, denn der Impresario huldigt dem Prinzip der Erfurt gebietenden Preise, reiht sich die vornehme Gesellschaft. Es ist in den höchsten Kreisen ein lebhaftes Interesse für das Wunderkind vorhanden. Man sieht viele Uniformen, viel erwählten Geschmack der Toilette. Sogar eine Anzahl von Kindern ist da, die auf wohlerzogene Art ihre Beine vom Stuhl hängen lassen und mit glänzenden Augen ihren kleinen, begnadeten, weißseidenden Kollegen betrachten. Vorn links sitzt die Mutter des Wunderkindes, eine äußerst beleibte Dame mit gepudertem Doppelkinn und einer Feder auf dem Kopf, und an ihrer Seite der Impresario, ein Herr von orientalischem Typus, mit großen goldenen Knöpfen an den weit hervorstechenden Manschetten. Aber vorn in der Mitte sitzt die Prinzessin. Es ist eine kleine, runzelige, verschrumpfte alte Prinzessin. Aber sie fördert die Künste, soweit sie zartsinnig sind. Sie sitzt in einem tiefen Sammetfauteuil und zu ihren Füßen sind Perserteppiche ausgebreitet. Sie hält die Hände dicht unter der Brust auf ihrem grau gestreiften Seidenkleid zusammengelegt, beugt den Kopf zur Seite und bietet ein Bild vornehmen Friedens, in das sie dem arbeitenden Wunderkinde zuschaut. Neben ihr sitzt ihre Hofdame, die sogar ein grün gestreiftes Seidenkleid trägt. Aber darum ist sie doch nur eine Hofdame und darf sich nicht einmal anlehnen. Bibi schließt unter großem Gepränge, mit welcher Kraft dieser Knirps den Flügel behandelt.
Man traut seinen Ohren nicht. Das Thema des Marsches, eine schwunghafte, enthusiastische Melodie, bricht in voller harmonischer Ausstattung noch einmal hervor, breit und prahlerisch. Und Billy wirft bei jedem Takt den Oberkörper zurück, als marschierte er triumphierend im Festzuge. Dann schließt er gewaltig, schiebt sich gebückt und seitwärts vom Sessel herunter und lauert lächelnd auf den Applaus. Und der Applaus bricht los, einmütig, gerührt, begeistert. Seht doch, was für zierliche Hüften das Kind hat, indes es seinen kleinen Damengruß exekutiert. Klatscht, klatscht, wartet, nun ziehe ich meine Handschuhe aus. Bravo, kleiner Sarkophylax, oder wie du heißt. Aber das ist ja ein Teufelskerl. Bibi muss dreimal wieder hinter dem Wandschirm hervorkommen, ehe man Ruhe gibt. Einige Nachzügler, verspätete Ankömmlinge, drängen von hinten herein und bringen sich mühsam im vollen Saale unter. Dann nimmt das Konzert seinen Fortgang. Bibi säuselt seine Reverie, die ganz aus Arpeggien besteht, über welche sich manchmal mit schwachen Flügeln ein Stückchen Melodie erhebt. Und dann spielt er Le Hibou de Le Moineau. Dieses Stück hat durchschlagenden Erfolg, übt eine zündende Wirkung. Es ist ein richtiges Kinderstück und von wunderbarer Anschaulichkeit. Im Bass sieht man den Uhu sitzen und grämlich mit seinen Schleieraugen klappen, indes im Diskant zugleich frech und ängstlich die Spatzen schwirren, die ihn necken wollen. Bibi wird viermal hervorgejubelt nach dieser Pièce. Ein Hotelbedienter mit blanken Knöpfen trägt ihm drei große Lorbeerkränze aufs Podium hinauf und hält sie von der Seite vor ihn hin, während Bibi grüßt und dankt. Sogar die Prinzessin beteiligt sich an dem Applaus, indem sie ganz zart ihre flachen Hände gegeneinander bewegt, ohne dass es irgendeinen Laut ergibt. Wie dieser kleine, versierte Wicht den Beifall hinzuzuziehen versteht. Hinzuziehen versteht. Er lässt hinter dem Wandschirm auf sich warten, versäumt sich ein bisschen auf den Stufen zum Podium, betrachtet mit kindischem Vergnügen die bunten Atlasschleifen der Kränze, obgleich sie ihn längst schon langweilen, grüßt lieblich und zögernd und lässt den Leuten Zeit, sich auszutoben, damit nichts von dem wertvollen Geräusch ihrer Hände verloren gehe. Le Hibou ist mein Reißer, denkt er, denn diesen Ausdruck hat er vom Impresario gelernt. Nachher kommt die Fantasie, die eigentlich viel besser ist, besonders die Stelle, wo es nach Cis geht. Aber ihr habt ja an diesem Hibou einen Narren gefressen, ihr Publikum, obgleich er das Erste und Dümmste ist, was ich gemacht habe. Und er dankt lieblich. Dann spielt er eine Meditation und dann eine Etüde. Es ist ein ordentlich umfangreiches Programm. Die Meditation geht ganz ähnlich wie die Reverie, was kein Einwand gegen sie ist. Und in der Etüde zeigt Bibi all seine technische Fertigkeit, die übrigens hinter seiner Erfindungsgabe ein wenig zurücksteht. Aber dann kommt die Fantasie. Fantasie mit AI geschrieben, wahrscheinlich ein Druckfehler, kommt die Fantasie. Sie ist sein Lieblingsstück. Er spielt sie jedes Mal ein bisschen anders, behandelt sie frei und überrascht sich zuweilen selbst dabei durch neue Einfälle und Wendungen, wenn er seinen guten Abend hat. Er sitzt und spielt, ganz klein und weiß glänzend, vor dem großen schwarzen Flügel, allein und auserkoren auf dem Podium über der verschwommenen Menschenmasse, die zusammen nur eine dumpfe, schwer bewegliche Seele hat, auf die er mit seiner einzelnen und herausgehobenen Seele wirken soll. Sein weiches, schwarzes Haar ist ihm mitsamt der weißseidenen Schleife in die Stirn gefallen. Seine stark knochigen, trainierten Handgelenke arbeiten
und man sieht die Muskeln seiner bräunlichen kindlichen Wangen erbeben. Zuweilen kommen Sekunden des Vergessens und Alleinseins, wo seine seltsamen, matt umränderten Mausaugen zur Seite gleiten, vom Publikum weg auf die bemalte Saalwand an seiner Seite, durch die sie hindurchblicken, um sich in einer ereignisvollen, von vagem Leben erfüllten Weite zu verlieren. Aber dann zuckt ein Blick aus dem Augenwinkel zurück in den Saal und er ist wieder vor den Leuten. Klage und Jubel, Aufschwung und tiefer Sturz. Meine Fantasie, denkt Bibi ganz liebevoll. Hört doch, nun kommt die Stelle, wo es nach Cis geht. Und er lässt die Verschiebung spielen, indes es nach Cis geht. Ob sie es merken? Ach nein, bewahre, sie merken es nicht. Und darum vollführt er wenigstens einen hübschen Augenaufschlag zum Plafond, damit sie doch etwas zu sehen haben. Die Leute sitzen in langen Reihen und sehen dem Wunderkinde zu. Sie denken auch allerlei in ihren Leutehirnen. Ein alter Herr mit einem weißen Bart, einem Siegelring am Zeigefinger und einer knolligen Geschwulst auf der Glatze, einem Auswuchs, wenn man will, denkt bei sich, eigentlich sollte man sich schämen. Man hat es nie über drei Jäger aus Kurpfalz hinausgebracht und da sitzt man nun als eisgrauer Kerl und lässt sich von diesem drei Käse hoch Wunderdinge vormachen. Aber man muss bedenken, dass es von oben kommt. Gott verteilt seine Gaben, da ist nichts zu tun und es ist keine Schande, ein gewöhnlicher Mensch zu sein. Es ist etwas wie mit dem Jesuskind. Man darf sich vor einem Kinde beugen, ohne sich schämen zu müssen. Wie seltsam wohltuend das ist. Er wagt nicht zu denken, wie süß das ist. Süß wäre blamabel für einen kräftigen alten Herrn. Aber er fühlt es dennoch. Kunst, denkt der Geschäftsmann mit der Papageiennase. Ja, freilich, das bringt ein bisschen Schimmer ins Leben. Ein wenig Klingklang und weiße Seide. Übrigens schneidet er nicht übel ab. Es sind reichlich 50 Plätze zu 12 Mark verkauft. Das macht allein 600 Mark. Und dann alles Übrige. Bringt man Saalmiete, Beleuchtung und Programme in Abzug, so bleiben gut und gern 1000 Mark netto. Das ist mitzunehmen. Nun, das war Chopin, was er da eben zum Besten gab, denkt die Klavierlehrerin. Eine spitznäsige Dame in den Jahren, da die Hoffnungen sich schlafen legen und der Verstand an Schärfe gewinnt. Man darf sagen, dass er nicht sehr unmittelbar ist. Ich werde nachher äußern, er ist wenig unmittelbar. Das klingt gut. Übrigens ist seine Handhaltung vollständig unerzogen. Man muss einen Taler auf den Handrücken legen können. Ich würde ihn mit dem Lineal behandeln. Ein junges Mädchen, das ganz wächsern aussieht und sich in einem gespannten Alter befindet, in welchem man sehr wohl auf delikate Gedanken verfallen kann, denkt im Geheimen, aber was ist das? Was spielt er da? Es ist ja die Leidenschaft, die er da spielt. Aber er ist doch ein Kind. Wenn er mich küsst, so wäre es, als küsste mein kleiner Bruder mich. Es wäre kein Kuss. Gibt es denn eine losgelöste Leidenschaft? Eine Leidenschaft an sich ohne irdischen Gegenstand, die nur ein inbrünstiges Kinderspiel wäre? Gut, wenn ich dies laut sagte, würde man mir Lebertran verabfolgen. So ist die Welt. An einem Pfeiler steht ein Offizier. Er betrachtet den erfolgreichen Bibi und denkt, du bist etwas und ich bin etwas, jeder auf seine Art. Im Übrigen zieht er die Absätze zusammen und zollt dem Wunderkinde den Respekt, den er allen bestehenden Mächten zollt.
Aber der Kritiker, ein alternder Mann in blankem schwarzem Rock und aufgekrempten, bespritzten Beinkleidern, sitzt auf seinem Freiplatze und denkt, man sehe ihn an, diesen Bibi, diesen Fratz. Als Einzelwesen hat er noch ein Ende zu wachsen. Aber als Typus ist er ganz fertig. Als Typus des Künstlers. Er hat in sich des Künstlers Hoheit und seine Würdelosigkeit, seine Scharlatanerie und seinen heiligen Funken, seine Verachtung und seinen heimlichen Rausch. Aber das darf ich nicht schreiben. Es ist zu gut. Ach, glaubt mir, ich wäre selbst ein Künstler geworden, wenn ich nicht das alles so klar durchschaute. Kurzer Kommentar, das erinnert mich an Georg Kreisler, der Musikkritiker. Könnt ihr auch mal suchen. Großartige Satire auf den Musikkritiker. An den erinnert mich dieser Musikkritiker auch gerade. Weiter im Text. Da ist das Wunderkind fertig und ein wahrer Sturm erhebt sich im Saale. Er muss hervor und wieder hervor hinter seinem Wandschirm. Der Mann mit den blanken Knöpfen schleppt neue Kränze herbei. Vier Lorbeerkränze, eine Lyra aus Veilchen, ein Bukett aus Rosen. Er hat nicht Arme genug, dem Wunderkinde all die Spenden zu reichen. Der Impresario begibt sich persönlich aufs Podium, um ihm behilflich zu sein. Er hängt einen Lorbeerkranz um Bibis Hals. Er streichelt zärtlich sein schwarzes Haar. Und plötzlich, wie übermannt, beugt er sich nieder und gibt dem Wunderkinde einen Kuss. Einen schallenden Kuss, gerade auf den Mund. Da aber schwillt der Sturm zum Orkan. Dieser Kuss fährt wie ein elektrischer Stoß in den Saal, durchläuft die Menge wie ein nervöser Schauer. Ein tolles Lärmbedürfnis reißt die Leute hin. Laute Hochrufe mischen sich in das wilde Geprassel der Hände. Einige von Bibis kleinen, gewöhnlichen Kameraden dort unten wehen mit ihren Taschentüchern. Aber der Kritiker denkt, freilich, dieser Impresario-Kuss musste kommen. Ein alter, wirksamer Scherz. Ja, Herrgott, wenn man nicht alles so klar durchschaute. Und dann geht das Konzert des Wunderkindes zu Ende. Um 7:30 Uhr hat es angefangen, um 8:30 Uhr ist es aus. Das Podium ist voller Kränze und zwei kleine Blumentöpfe stehen auf den Lampenbrettern des Flügels. Bibi spielt als letzte Nummer seine Rhapsodie Grec, welche schließlich in die griechische Hymne übergeht und seine anwesenden Landsleute hätten nicht übel Lust mitzusingen, wenn es nicht ein vornehmes Konzert wäre. Dafür entschädigen sie sich am Schluss durch einen gewaltigen Lärm, einen heißblütigen Radau, eine nationale Demonstration. Aber der alternde Kritiker denkt, freilich, diese Hymne musste kommen. Man spielt die Sache auf ein anderes Gebiet hinüber. Man lässt kein Begeisterungsmittel unversucht. Ich werde schreiben, dass das unkünstlerisch ist. Aber vielleicht ist es gerade künstlerisch. Was ist der Künstler? Ein Hanswurst. Die Kritik ist das Höchste, aber das darf ich nicht schreiben. Und er entfernt sich in seinen bespritzten Hosen. Nach 9 oder 10 Hervorrufen begibt sich das erhitzte Wunderkind nicht mehr hinter den Wandschirm, sondern geht zu seiner Mama und dem Impresario hinunter in den Saal. Die Leute stehen zwischen den durcheinander gerückten Stühlen und applaudieren und drängen vorwärts, um Bibi aus der Nähe zu sehen. Einige wollen auch die Prinzessin sehen. Es bildet sich vor dem Podium zwei dichte Kreise um das Wunderkind und um die Prinzessin. Und man weiß nicht recht, wer von beiden eigentlich Zirkle hält.
aber die Hofdame verfügt sich auf Befehl zu Bibi. Sie zupft und glättet ein wenig an seiner seidenen Jacke, um ihn hoffähig zu machen, führt ihn am Arm vor die Prinzessin und bedeutet ihm ernst, ihrer königlichen Hoheit die Hand zu küssen. »Wie machst du es, Kind?« fragt die Prinzessin. »Kommt es dir von selbst in den Sinn, wenn du niedersitzest?« »Wie, Madame?« antwortet Bibi. Aber inwendig denkt er, »Ach, du dumme alte Prinzessin!« Dann dreht er sich scheu und unerzogen um und geht wieder zu seinen Angehörigen. Draußen an den Garderoben herrscht dichtes Gewühl. Man hält seine Nummer empor, man empfängt mit offenen Armen Pelze, Schale und Gummischuhe über die Tische hinüber. Irgendwo steht die Klavierlehrerin unter Bekannten und hält Kritik. Er ist wenig unmittelbar, sagt sie laut und sieht sich um. Vor einem der großen Wandspiegel lässt sich eine junge, vornehme Dame von ihren Brüdern zwei Leutnants Abendmantel und Pelzschuhe anlegen. Sie ist wunderschön mit ihren strahlblauen Augen und ihrem klaren, reinrassigen Gesicht. Ein richtiges Edelfräulein. Als sie fertig ist, wartet sie auf ihre Brüder. »Steh nicht so lange vor dem Spiegel, Adolf«, sagt sie leise und ärgerlich zu dem einen, der sich von dem Anblick seines hübschen, simplen Gesichts nicht trennen kann. Nun, das ist gut. Leutnant Adolf wird sich doch vor dem Spiegel seinen Paletot zuknopfen dürfen, mit ihrer gütigen Erlaubnis. Dann gehen sie. Und draußen auf der Straße, wo die Bogenlampen trübe durch den Schneenebel schimmern, fängt Leutnant Adolf im Gehen ein bisschen an auszuschlagen. Mit emporgeklapptem Kragen und die Hände in den schrägen Manteltaschen auf dem hart gefrorenen Schnee einen kleinen Nigger-Dance aufzuführen, weil es so kalt ist. Ein Kind, denkt das unfrisierte Mädchen, welches mit frei hängenden Armen in Begleitung eines düsteren Jünglings hinter ihnen geht. Ein liebenswürdiges Kind. Dort drinnen war ein verehrungswürdiges. Und mit lauter, eintöniger Stimme sagt sie, »Wir sind alle Wunderkinder, wir Schaffenden.« Nun, denkt der alte Herr, der es nicht über drei Jäger aus Kopfhals hinausgebracht hat und dessen Auswuchs jetzt von einem Zylinder bedeckt ist. »Was ist denn das? Eine Art Pythia, wie mir scheint.« Aber der düstere Jüngling, der sie aufs Wort versteht, nickt langsam. Dann schweigen sie und das unfrisierte Mädchen blickt den drei adligen Geschwistern nach. Sie verachtet sie, aber sie blickt ihnen nach, bis sie um die Ecke entschwunden sind. Soweit die Erzählung »Das Wunderkind«. Fällt mir ein Kommentar dazu ein. Ihr könnt ja auch Stopp klicken, wenn euch das nicht interessiert. Aber ich habe eigentlich auch nicht viel zu sagen. Mein erster Eindruck, ich lese das ja auch immer sozusagen vom Blatt, wie man unter Musikern sagt, wenn man etwas spielt, beziehungsweise in diesem Fall jetzt vorliest, ohne es vorher selber gelesen zu haben. Nicht so weltbewegendes, auch wenn es Thomas Mann ist. Über das Dasein eines Wunderkindes, was in ihm vorgeht, erfährt man sehr wenig. Ein Wort, das mir irgendwie im Gedächtnis bleiben wird, wie war das? Irgendwas mit Leute, wie war das noch? Naja, ich werde es vielleicht gleich nochmal finden. Leutehirne. Sie haben ganz recht in ihren Leuthirnen, wenn man so von einer Menge von Menschen spricht, die irgendwie, ja, irgendwo gleichförmig sind, war meine erste Assoziation. Aber es werden ja sehr unterschiedliche Gedanken dieser Leutehirne geäußert. Ja, das ist dann halt so ein
So ein. Mir fallen diese schönen, hochtrabenden Wörter, wie sie Thomas Mann verwenden würde, immer nicht so auf Anhieb ein. Also bunter Blumenstrauß von Meinungen und Gedanken von verschiedenen Arten von Leuten, in dem ich jetzt, wie gesagt, nicht so wahnsinnig Weltbewegendes gelesen habe, entdecken konnte auf den ersten Blick. Der Kritiker ist natürlich, den finde ich hervorragend gezeichnet, wie er alles durchschaut und alles blöd und stumpfsinnig findet und aber in Wirklichkeit nur eitel ist und sich aber natürlich seine eigene Eitelkeit für seine Kritik, die er für die Zeitung schreibt, natürlich verstecken muss. Den fand ich den interessantesten an den Leutehirnen, das Hirn von dem Musikkritiker, der gescheiterte Künstler. Ja, so viel dazu. Ich hoffe, ihr konntet mir zuhören, auch wenn es jetzt sicherlich auch nicht die beste Lesung war mit meinen Fehlern. Vielleicht werde ich sie nochmal wiederholen. Erstmal werde ich mit anderen Erzählungen von Thomas Mann weitermachen, bevor ich etwas wiederhole und dann neu ins Netz stellen werde.